eigentlich, glaube ich, in der Basis sehr einfach, mit dem Boot zu fahren. Super smooth, super angenehm. Wir sind wieder da in Port Adriano, Mallorca. Und ich freue mich, dass wir es heute mal richtig krachen lassen. Und natürlich haben wir uns einen richtigen Spezialisten dazu. Ein Bootsspezialist. Organisiert, genau. Ja, ich würde sagen, den Spezialisten für Dynamik und ordentliches Fahren, sowohl auf der Straße als auch im Boot. Daniel ist hier. Daniel, schön, dass du es geschafft hast. Ja, danke schön. Ich freue mich richtig. Du bist ja noch nie mit einem unserer Boote unterwegs gewesen. Nee, gar nicht. Generell glaube ich noch nicht so, also so richtig performante Boote. Wenig. Also ich bin eher der Jetski-Typ bisher gewesen. Okay, also müssen wir heute unter Beweis stellen, dass auch Dayboote mit Kabine Spaß machen können. Ja. Spaß machen können, okay. Das ist cool, weil wir haben ein paar ganz schöne Boote mitgebracht. Insbesondere bei den Booten haben wir zwei Neuheiten dabei. Das ist einmal unsere Shadow 300, Brabus Shadow 300. Schickes, kleines Sportboot. Wirklich cool, 300 PS, 25 Fuß. Das ist aber nicht das Boot, mit dem wir loslegen, sondern wir steigen ein mit dem etwas größeren. Ich stelle mir das ein bisschen vor wie Go-Kart fahren irgendwie. Das ist auch das Go-Kart. Also kannst du im Prinzip dir vorstellen, das ist jetzt, ich sag jetzt mal die A-Klasse. Ja, also oder so super, wahrscheinlich super wendig, ne? Und so. Wahrscheinlich hat man sehr viel Gefühl auch fürs Fahren. Das ist wendiger, kleiner Flitzer. Ja. Du hast ja hinten zum Beispiel, da ist der Bügel dran, zum Wasserskifahren. Du hast hinten die Sitzfläche oder einfach auch Sonnenliege. Kannst du Wasserskifahren? Ich bin vor einigen Jahren sehr viel Wakeboard gefahren. Wakeboard, wenn ich das jetzt versuchen würde. Würde gehen, oder? Würde die ersten paar Male, vor allem für die auf dem Boot, was mich zieht, echt lustig werden. Aber prinzipiell, ja, geht. Also heißt kleiner sportlicher Flitzer. Ja. Das ist auch das erste Mal, dass wir in die Größenkategorie runtergehen. Wir haben angefangen mit Brabus Marine mit der 800er 37 Fuß im 2018. Da haben wir das Nachfolgemodell, ist das, was wir jetzt dabei haben. Hier zweimal, einmal unsere Camo und einmal die Diplo, über die wir gleich reden. Das ist die 900er Brabus Shadow 900. Dann kam eine 28 Fuß. Brabus Shadow 500, also eine Stufe kleiner als die 37 Fuß. Und jetzt gibt es eben neu die 25er. Und das Besondere an dem Boot ist erstmal, dass es zum allerersten Mal in der Geschichte von Brabus Marine auch ein Kriterium gab, außerhalb von, es muss im Wasser gut fahren, gut funktionieren, gut aussehen, sondern das hier war auch das ganz klare Kriterium, dass das ein Boot werden muss, was du auf dem Hänger transportieren kannst. Das Boot hier kannst du als Privatperson mit dem richtigen Fahrzeug davor wirklich, wirklich selber transportieren. Das ist ein riesengroßer Vorteil für viele Leute. Ja, ja. Ne? Aber lass uns mal die angucken, mit der wir anfangen. Also die trifft farblich ja voll meinen Geschmack. Ich finde das wirklich mega, mega gut. Ich finde es so eine geile Mischung aus sportlich und elegant. Genau die perfekte Mischung. Und stelle ich mir vor allem auf dem Wasser, wenn jetzt noch ein bisschen mehr Sonne scheint. Dunkle Boote umzusetzen ist gar nicht so einfach. Weil du hast Sonnenstrahlung, du hast Oberflächentemperatur, das musst du hinbekommen. Wir haben das hinbekommen. Ist heute überhaupt gar kein Problem mehr. Wir haben zum Beispiel die dunklen Farben auch wirklich ausführlich getestet. In Ecken der Erde, wo du weit über 50 Grad hast, ist es kein Problem gewesen. Mhm. Das hier, was wir jetzt hier zum ersten Mal machen, ist, dass wir mit der Shadow 900 Deep Blue farblich in eine etwas andere Richtung gehen und auch vom Setup, von den Möbeln her, in eine bisschen andere Richtung gehen. Mhm. Das ist zum ersten Mal ein dunkelblaues Boot, angelehnt von der Farbgebung so an 904 Mercedes-Benz, dunkelblau, für eine der elegantesten Farben, die es überhaupt gibt. Insgesamt ein super elegantes Boot, was, ich sag mal so, der schicke Bruder der Black Ops gewesen ist. Black Ops ist eher sportlich aggressives Styling. Das hier ist etwas relaxter. Aber ich würde sagen, lass uns doch einfach mal drauf gehen. Fahren. Rausfahren vor allem. Und dann mal ein bisschen fahren. Und Attacke machen, ja. Okay, machen wir. Let's go. This is Juan, Daniel. He's our skipper for the day. Welcome on board. What's up, Juan? Ja, du hast mehrere große Areas auf dem Boot. Du hast einmal den Teil des Decks hier hinten. Was ist hier drunter? Du hast ein paar Verstauboxen, die kannst du nutzen für ich sag mal, sowas wie Eis. Wenn du fischen willst, kannst du... Finde ich auch sehr geil. Komm mal her. Das muss man, glaube ich, schon mal im Detail zeigen, ne? Dass man hier blaues Carbon hat. Ne? Das, glaube ich, sieht man auf den ersten Blick vielleicht gar nicht. Schaut aber richtig geil aus. Also ich finde die Farbkombi, ich sag dir, bau mal ein Auto so. Ich glaube, das kriegen wir hin. Dann hast du grundsätzlich hinten hier verschiedene Optionen. Du hast entweder das, was wir Wetbar nennen. Wetbar heißt Grill, Kühlschrank, Eisfach, Spülstein.
alles, was du brauchst, um an Bord. Deshalb ist das in Kombination mit der Suntop, also hier im Prinzip der Cabriolet-Variante. Wir haben ja auch die Cross-Cabin, die geschlossene. Wetbar macht natürlich Sinn, Barbecue macht Sinn, wenn du, ich sag mal, so ein mediterranes, sehr soziales Boot oder Party-Setup haben willst. Hier kommt zum ersten Mal das ins Spiel, was wir vorhin zum ersten Mal in Abgrenzung zur Camo gesehen haben, nämlich nicht mehr die Sportsitze, sondern hier Lounge. Ja. Wir haben ein Stoffdach, was elektrisch aufgeht. Im Prinzip, deshalb sage ich gerne immer Cabrio. Ja. Das ist exakt das gleiche, drückst einen Knopf, das ganze Boot geht auf. Fahrerstand, dazu ist eigentlich Folgendes zu sagen. Du hast mit der Shadow war unser Ziel, ein Boot zu bauen, aber auch bei der Vorgängerversion schon, bei der 800er, hier aber noch viel stärker. Ein Boot zu bauen, wo du sowohl als Bootsneuling viel mit anfangen kannst, dich das Boot wirklich empfängt und sagst, es gibt bekannte Elemente, zum Beispiel Multifunktionslenkrad, ja, so dass du wie beim Auto die wesentlichen Funktionen, ganz einfache Dinge wie Lautstärke rauf, runter, Trimklappen, also die Verstellung dessen, wie das Boot im Wasser liegt, ja, alles am Lenkrad einstellen kannst und findest dann hast ein sehr, sehr aufgeräumtes Dashboard. Abgestimmte Buttons, es ist nicht zu voll. Mit anderen Worten, als Bootsneuling kriegst du nicht die Krise. Ja. Sondern du siehst, ich habe mein Steering Wheel, ich hab meine traditionellen Gashebel. Das Boot hat einen Joystick, mit dem du die gleichen Dinge tun kannst, wie aus der Kombination von Gashebel und Lenkrad. Allerdings kannst du mit dem Joystick, das machen wir gleich mal, ja, auch das Boot mal einfach parallel links und rechts verschieben. Ja. Was eine wirklich gute Funktion ist. Hat das Boot eine Art von Stabilisator drin oder irgendwas? Nein, oder? Nein. Es gibt Spezialanwendungen, wo wir das ausprobieren. Aber normalerweise hat das nicht. Es ist so extrem stabil und liegt so gut im Wasser. Natürlich gleich auch mal fahren. Ich habe ja einen Schein. Ja, klar. Du hast das natürlich perfekt. Ja, so, finde ich, muss auch sein. Du hast hier das sogenannte Extended Navigation Package drin. Ganz einfach formuliert hast du normalerweise zwei Screens, hier haben wir vier. Das hat den Vorteil, dass du erstens quasi alle frei belegen, egal ob du jetzt einen Chart haben willst, also deine Karten haben willst, mhm, ob du Daten wie zum Beispiel hier Efficiency-Daten, das Boot gibt dir also smartes Feedback, mhm, auch wieder ein Thema, was wir beide aus dem Auto kennen. Und du kannst, wenn du hier fährst als Kapitän, die Passagiere an den Displays zum Beispiel Soundsystem, Beleuchtung und Ähnliches einstellen lassen und wirst dabei nicht abgelenkt. Aber komm, lass uns mal unten rein. Ja, gerne. Lass uns mal unten rein flitzen. Bitte. Ich zuerst. Spring rein. Ich erinnere mich, wie ich mit Janne Vitala, dem Kopf von Axopar, auf der IAA stand, 2017. Ja. Und wir hatten einen sehr, sehr schönen 300 SL dabei. Flügeltürer. Ja. Und irgendwann merke ich, wie Janne immer um diesen 300 SL rumläuft. Dann haben wir uns hingesetzt, haben überlegt, wie könnte man Flügeltüren in ein Boot übernehmen? Und ich finde das aus einem ganz einfachen Grund super spannend. Weil das ist am Ende irgendwie, das ist ja auch Unternehmertum, das ist Kreativität. Muss dann den Brückenschlag machen von, ich kann noch versuchen, an die Kabine vorne auf dem Schiff Flügeltüren dran zu machen, um sie dazu zu nutzen, zum einen einen zusätzlichen Weg zu haben. Du kannst dich vorne aufs Sonnenbett legen, du kannst hier runterlaufen. Wenn du zum Beispiel mal im Schatten sein willst, du kannst die Türen auflassen und ein Buch lesen, bist trotzdem noch verbunden zur Außenwelt. Oder kannst du zumachen und du hast dann eine abgeschlossene Kabine. Ich meine, wir können ja hier auch mal aufmachen. Du hast kein dunkles Loch mehr, sondern du bist hier, wenn du jetzt sagst, ich lege mich mal, die Sonne scheint, ich lege mich mal zwei Stunden hin, du hörst noch, was auf dem Boot wichtig ist und du siehst auch noch und du kommst schnell raus. Jetzt haben wir natürlich die letzte Area, das finde ich meine favorisierte, nämlich vorne. Deshalb nutzen wir jetzt mal die neu geschaffenen Ausgänge und krabbeln hier mal raus. So. Ja, da sehe ich mich. Siehst du? Da sehe ich mich. Genau. Das ist der beste Spot hier. Zum Leben genießen zumindest. Was soll ich jetzt so sagen? Sonnenliege vorne? Ja, hier macht es dem Spaß. Ja. Mega, ey. Nee, ist echt, also ist wirklich ein sehr, sehr schönes Boot.
Die Liebe zum Detail finde ich mega. Man sieht es überall, an jeder Ecke. Ich frage mich aber jetzt, wie es sich anfühlt, wenn wir richtig Gas geben. Genau. Komm, wir hören auf zu quatschen. Ja, ich würde auch sagen, geben mal ein bisschen Gas. Machen wir ein bisschen Action hier. Wisst ihr, was ich meine, wenn ich von optimalem Rumpf spreche? Boah, das ist sehr geil, ja. Ja, das ist der Wahnsinn, Winkel, mit dem er im Wasser steht, auch wenn er diese Kurven fährt. Also mit dem Jetski probiert man das ja immer so, aber das Boot, das so kann. You feel comfortable? Yeah. As much as you pull and your boundary is going forward, and at a point you are full throttle. Das ist das, was ich meinte, wenn du hier das Boot, dich für so ein Boot entscheidest und du fährst die ersten Male, du kommst nicht an den Grenzbereich. Yeah. Komm, wir fahren rüber, da wo die anderen sind, weil da können wir auch mal Pass-by jetzt gleich machen. Ja. Wow. Hey Hank, what's up? What's up, guys? Ja dann, Daniel, let's go. I'm ready. Okay, let's play. Let's play. Eigentlich, glaube ich, in der Basis sehr einfach, dieses Boot zu fahren. Super smooth, super angenehm. Natürlich brauchst du dann irgendwann schon ein bisschen Mut, wenn du dich so reinlehnst, ne? Wenn du dann so ein Ding hast und gerade auch so ein Richtungswechsel. Das ist so ein bisschen das, glaube ich, wo man stark das Gefühl aufbauen muss dafür, was so ein Boot kann und was gut ist. Und man sollte eigentlich auch nach vorne schauen, wenn man das Lenkrad in der Hand hat. Aber ansonsten ist es alles relativ easy, ne? Also Gas geben, bremsen nach hinten und lenken. That's it. Also man kann das, glaube ich, schon machen. Ich versuche jetzt mal, uns einzuparken da hinten. Ne? So, einmal in die Mitte einparken. Ah, ein Traum. Ah ja. Also du kannst drehen, dann dreht er sich. Na, siehst du jetzt schon? Fängt er sich, kannst du auch mal ruhig machen. Andere Seite. Du kannst aber auch vor allem, was du nicht mit, das kannst du theoretisch auch nur drehen, kannst du hier auch. Du kannst aber auch parallel verschieben. Wenn du lange genug machst, langsam nach links oder eben langsam nach rechts. Wie schafft das Boot das zu machen? Was stellst du das an? Kannst du mich auch dann gleich. Du kannst ja sozusagen Joystick erklären, kannst hinten dann, siehst du, wie die sich nach. Guck mal, wie die sich jetzt da. Das sieht aus, als, so, als wenn es kaputt wäre, weil die sich einzeln voneinander bewegen. Wenn du die. So, das ist quasi dein Heckstrahlruder. So. Skyward, zack. Nee, du hast es verstanden. Zack, Boot lernen in einer halben Stunde. Jetzt fertig. Jetzt kriegen jetzt, wir, oder? Daniel, wir gehen von Bord. Viel Spaß. So, jetzt fahren wir Go-Kart auf Wasser quasi. Ist schon mal eine ganz andere Sitzlandschaft hier auch, ne? Ich sitze mal, das ist der Sportsitz quasi. Das ist jetzt das Sportsitz-Setup, was du auf der 900er auch haben kannst. Ja. Aber da haben wir jetzt ja das Lounge-Setup gehabt und das ist jetzt viel, viel sportlicher. Hello. Hi. How are you? How are you doing? How do we start? The engine is already running. Really? Yep. Ah, but we can change the sport exhaust. Ah, because you switched it off and it sounded like you switch off. That's it. Ah, okay, that's right. All right. Du fährst vor, so we're gonna go to Adriano as the first boat. Okay. And Juan's gonna follow. Yep.
Das kannst du jetzt hier sozusagen rechts runter. Ja. Komplett anderes Feeling, oder? Ja. Viel, viel, viel schneller, leichter. Oder ja, schneller würde ich nicht sagen, aber gerade beim Lenken so die. Du merkst halt, du kannst noch schneller eintauchen quasi. Ja. Ne? Aber auch, ne? 45 Stunden gerade, oder? Ja. 40, 45? Boah, ich habe nicht hingeguckt, ich habe mich ein bisschen mehr nach draußen konzentriert. Aber es war schon, das ist schon zu drauf, ja? You drive in, because you're better at parking than me, I guess. Oder? So we keep it safe. Thank you. So, und jetzt? Welche nimmst du? Darf ich eine aussuchen? Ja. Okay, ich nehme die blaue. Danke dir nochmal. Ne? Also wirklich, Dankeschön. Du hast jetzt 900er gefahren, das größere Boot, jetzt 300er. Ja. Ganz anders? Ganz anders. Ist irgendwie doch eine Familie. Ja, das schon, ja. Also klar, du siehst ja viele Parallelen, du hast vieles gleich, ne? Fühlt sich ähnlich an. Und das andere fühlt sich so ein bisschen, glaube ich mal, also für mich fühlt sich das andere sicherer an. Dadurch, dass es größer ist, hat man so mehr das Gefühl von, ne, das schwebt vielleicht noch ein bisschen besser durchs Wasser. Also ich würde das Blaue dann mitnehmen, wenn das für dich passt. Ja, ich pack's nachher noch ein, so für die Reisetasche. Daniel. Brauchst du Support? Komm, ich zieh dich einfach noch raus hier. So, aus deinem, ich wollte dir eigentlich nur helfen, ich wollte mir gar nicht Tschüss sagen, weißt du? Warte. Alles gut. So. Danke dir. So. Hat sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja, war super. Geile Produkte. Finde ich echt mega, was ihr da macht. Ich glaube, du hast voran beeindruckt. Ja, ich glaube, ich kriege jetzt auch einen Job jetzt. Ich werde jetzt hier ein bisschen, noch ein bisschen üben. Also, ciao. Schön, dass ihr da wart. What's up, Juan? Ups. I have a license. How do we start? So, immer wenn wir drehen, muss man sagen, konnte ich jetzt mal Schnauze halten. Jetzt mache ich mal. Kann ich. Ja? Kann ich. Ja. Weiß ich nicht. Die Batterie schütteln, bis die Batterie leer. Hier zwei, komm, sag doch. Ja, schau, da gucken wir alle weg. Und die Batterie ist manchmal leer. Ich check das mal kurz. Und ich erinnere mich an die Besprechung, die wir da sitzen und sagen, Mist. Und ja, hier macht es dem Spaß. Ja. Mega, ey. Ich hatte mal eine Woche lang so einen Seegang, da musste ich damals noch Formel E fahren, ich musste einen Sitz anpassen und saß im Rennsitz und es hat sich alles gedreht, sodass dieser Sitz, als ich eine Woche später dann gefahren bin, der hat null gepasst, weil ich saß drin und ich hatte kein Gefühl mehr für oben, unten und ich dachte schon, was, wenn das für immer ist. Ja, warte mal ab, ey. Also, ja, auf jeden wenn Fall. Wenn der Gas geht. Auf jeden Fall. 3, 2, 1, go! Oh. Das war so auf Kamera.